Hier ist Radio Frankfurt mit Guten Morgen Frankfurt. Einen schönen Dienstagmorgen wünschen wir Ihnen. 9:05 haben wir es jetzt. Ja, und ich habe es schon vorhin angekündigt. Ich bekomme Besuch und ich habe Besuch bekommen. Heiko und Roman Lochmann sind hier. Besser bekannt wahrscheinlich als die Lochis. Wir wollen drüber sprechen, warum das vielleicht jetzt nicht mehr so gut ist. Aber erstmal schön, dass ihr hier seid. Moin. Hey. Morgen. Ist das so eine Zeit jetzt hier kurz nach 9? Ist es so eine Zeit, seid ihr da cool damit oder seid ihr doch eher die Langschläfer? Ja, wir sind schon cool damit, sind aber trotzdem, ich glaube, wenn wir uns aussuchen könnten, wenn wir eher so die Langschläfer. Aber die letzten Tage hatten wir eh so wenig Schlaf, weil so viel irgendwie so aufregend war. Deswegen ist das jetzt eh egal. Gibt es morgens irgendwelche Rituale, die ihr so nach dem Aufstehen unbedingt braucht? Oder habt ihr sowas wie, ich stehe immer nur mit dem rechten Fuß zuerst oder ich muss als erstes Roman oder Heiko anrufen? Ich versuche tatsächlich, sobald ich morgens wach bin, irgendwie das Fenster aufzumachen, weil ich merke, dass so frische Luft mir irgendwie gut tut. Und ansonsten halt Kaffee, ne? Also ohne Kaffee geht überhaupt gar nichts. Bei mir auch. Ich stehe morgens für den Kaffee auf. Also ich habe, ernsthaft, wenn ich abends ins Bett gehe, freue ich mich schon, wenn ich dann am Tag darauf wieder aufstehe morgens, weil ich weiß, dann gibt es schönen warmen Kaffee. So. Also das ist eine Sucht auf jeden Fall. Also, beide kaffeesüchtig und frische Luft. Fenster können wir nicht aufmachen. Kaffee haben wir zum Glück die Maschine schon angeworfen. Und wir quatschen natürlich weiter. Ihr habt es gerade schon angesprochen. Es gibt neue Musik, über die wir quatschen müssen. Mhm. Am Freitag ist eure neue aktuelle Single Siehst du mich rausgekommen. Mhm. Da sprechen wir drüber. Und wir haben gerade schon gesagt, die Lochis sollte ich nach Möglichkeit nicht mehr sagen. Ja, lieber Hero jetzt. Lieber Hero, genau. Warum, wieso, weshalb? Das bequatschen wir alles gleich. Hier einfach dranbleiben auf Radio Frankfurt. Years and Years spielen wir Ihnen vorher im Supermix. Und jetzt das neue Bandprojekt in Corona gegründet. Wir, Best of Us. Ich bin Roger Renker. Schönen Dienstagmorgen. Einen schönen guten Morgen. 9:15 haben wir es. Dienstag. Hier ist Radio Frankfurt. Und bei uns in den Radio Frankfurt Skyline Studios, das kann man schon so sagen, Deutschlands bekannteste Zwillingsbrüder. Mhm. Roman und Heiko, fallen euch bekanntere ein als ihr selbst? Keine Ahnung, ich habe Tokyo Hotel halt vielleicht. Ja. Die auf jeden Fall. Ja, ich will nicht sagen, die sind vergessen, aber die sind ja, dadurch, dass sie nicht mehr in Deutschland sind, hat man sie vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm. Euch hat man auf dem Schirm sehr wahrscheinlich, wir haben gerade schon drüber gesprochen, ich mach's noch einmal und dann gebe ich mir wirklich Mühe, eher als die Lochis. Die Lochis, das ist Heiko, ich bin Roman. Heiko und Roman Lochmann, zwei junge Männer auf dem Weg nach oben. In den letzten 6 Jahren haben die beiden sich wirklich zu den Superstars der jungen Generation bei uns in Deutschland entwickelt. Es ist nicht leicht zu realisieren, was man alles überhaupt in Bewegung setzen kann. Und zwar hat die Jury des Goldene Kamera Digital Awards entschieden, dass ihr beiden die Gewinner seid in der Kategorie Bester Musik. Ja, immer noch ein bisschen Gänsehaut, ne? Ja, ja. Ach, das war, ich weiß doch von woher das ist, dieses, was wir gerade gehört haben. Das ist doch ein Ausschnitt aus unserem Abschlussvideo von 2019, wo wir so ein bisschen Revue passieren lassen haben, so ja, die ganze ja. Karriere. Wollte ich gerade sagen, habe ich bei euch aus einem eurer letzten Videos rausgecuttet. Oh, voll schön. Lange nicht mehr gehört. Du hast selbst gerade schon gesagt, Abschlussvideo, die Lochis gibt's nicht mehr. Erklärt mal so ein bisschen, warum denn? Die Lochis, das war immer unmittelbar, wir machen das ja seit 2012 und die Lochis, das war bei uns unmittelbar verbunden mit unserer Kindheit, mit unserer Jugend, auch mit dieser YouTube-Zeit und irgendwann werden wir auch älter und entwickeln uns auch weiter und irgendwann ist dieses Kapitel dann auch vorbei und irgendwann muss man sich dann auch von alten Dingen lösen, um irgendwie weitergehen zu können und das war uns halt ganz wichtig. Das haben wir jetzt vor allem die letzten 2 Jahre gemerkt, in dieser Schaffensphase, Entwicklungsphase. Ja. Dass das ganz, ganz wichtig war, weil sonst hätten wir irgendwann eine Rolle gespielt. Deswegen haben wir halt unsere erste Karriere als die Lochis vor 2 Jahren beendet. Neuer Name ist auch schon da, neue Musik zum Glück auch. Ihr nennt euch jetzt Hero. Mhm. Habt ihr das selbst schon so verwirklicht oder passiert euch das manchmal auch noch, dass ihr sagt, ja, wir sind übrigens, nee, ihr müsst euch wahrscheinlich nicht vorstellen, aber habt ihr das selbst schon drin? Ja, also bei uns ist Hero mittlerweile extrem drinne. Es war aber tatsächlich sehr schwer, einen Namen zu finden, weil wir hatten so viele Ideen. Wir wussten, okay, wir brauchen einen neuen Künstlernamen, neues. Wir wollen auch neuen Musik einen Namen geben, so, ne? Ja, und wir haben uns echt schwer getan.
Aber irgendwie sind wir dann irgendwann auf Hero gekommen. Ja. Ich weiß noch, wir hatten so komische Ideen teilweise. Unsere Eltern haben uns, ich habe meine Eltern gefragt, Mama, Papa, habt irgendwelche Ideen? Uns fällt nichts ein. Dann liegt's, ist ja eigentlich ganz offensichtlich. Also am Ende sind es dann nur unsere beiden, also die Anfangsbuchstaben von unseren beiden Namen. So. Die dann zusammen auch irgendwie so ein Wort ergeben, was irgendwie einfach nur Zufall war. Aber damit, das hat sich dann am besten angefühlt und das war uns am wichtigsten. Ja. Und indirekt waren es dann doch die Eltern, die, die haben euch ja so genannt, ne, Heiko und Roman. Ja, ja, das stimmt auch wieder, ne? Auch wieder, ja, ey, eigentlich hast du recht, ne? Mama, Papa, danke, wenn ihr das gerade hört. So nämlich. ihr habt seit letztem Freitag dann auch als Hero eure erste eigene Hero-Single sozusagen. Am Start würdet ihr sagen, eure Musik ist dann auch erwachsener geworden? Ja, ich glaube, wir sind erwachsener geworden. Mhm. Ich glaube, es ist normal. Wir haben uns auch die letzten Jahre auch persönlich und menschlich einfach, glaube ich, einfach weiterentwickelt. Und ich glaube, die Musik, die passt sich dann dementsprechend auch an. Ja. Wir haben das erste Mal uns wirklich so viel Zeit genommen und auch uns so viel Platz gegeben, um irgendwie an der Musik zu arbeiten, um auch einen eigenen Sound zu kreieren. Waren irgendwie das erste halbe Jahr, als wir nach den Lochis quasi nur bei uns zu Hause im Studio haben erstmal versucht, alles selbst zu machen, erstmal selbst produziert, bevor wir dann mit unserem jetzigen Team irgendwie zusammengearbeitet haben. Ja. Einfach weil erstmal, weil das super viel Spaß gemacht hat, es war super schön, wirklich mal so frei zu sein, so komplett ohne irgendwelche Blockaden, die man sich selbst auch gegeben hat. Und, ja, und um es auch einfach herauszufinden, ne? Es war so ein bisschen, also das war eine geile Zeit, weil es war immer wie so ein bisschen wie im Chemielabor so. Das ist, war halt wirklich genauso, weil wir halt einfach verschiedene Sounds kombiniert haben, dann mal das ausprobiert haben ja. Und dann Stück für Stück uns das als Ziel gesetzt haben, irgendwann sowas wie einen neuen Sound, einen eigenen Sound zu finden. Ja. Ja, aber bei euch im Chemielabor ist nicht der neue Corona-Impfstoff rausgekommen, sondern euer neuer Sound. Der vielleicht auch neu. Ja, schauen wir mal. Ihr steckt hinter BioNTech, nein. Oh Gott. ganz viele Fans, wir haben nämlich gestern so ein bisschen natürlich auch gefragt, was wollen eure Fans von euch jetzt wissen? Aktuelle Single ist am Start, aber wie geht's denn weiter? Das interessiert natürlich die Fans. Naja, jetzt dreht es natürlich alles erstmal um den ersten Song, der ist rausgekommen. Und wie geht's weiter? Es wird auf jeden Fall musikalisch weitergehen. Es wäre auch komisch, wenn wir jetzt einfach nichts mehr machen würden. Jetzt einfach tschüss. Also es wird natürlich noch weiterhin ganz, ganz viel Musik kommen. Da freuen wir uns auch schon drauf, noch mehr irgendwann rauszubringen. Das war jetzt alles erst der Anfang. Und ja, ansonsten natürlich jetzt über Tour und live und so. Da würden wir gerne drüber sprechen, aber es ist einfach gerade schwierig, weil man halt gerade einfach nichts planen kann und gar nicht so ganz weiß, wie die Situation aus ist. Aber wir freuen uns auf jeden Fall auf alles, was kommt und hoffentlich dann irgendwann auch mit der Mucke auf der Bühne zu stehen wieder. Ja. Ihr sagt selbst, das Kapitel Die Lochis, das ist vorbei, das habt ihr zugemacht. Ihr seid jetzt Heiko und Roman, ihr seid jetzt Hero, habt eure erste Single am Start, heißt Siehst du mich? Und genau die hören wir jetzt. Oh yeah. Radio Frankfurt mit dem genauesten Wetter für Frankfurt und die Metropolregion. Ja, wenn man sich das so anschaut, das ist relativ ungemütlich. Aber wenn ich hier schon Gäste bei mir im Studio habe, die Lochis bzw. Hero Roman und Heiko Lochmann sind im Studio. Was würdet ihr denn sagen? Ihr könnt hier mal aus den Skyline-Studios quasi 360 Grad rausgucken. Was würdet ihr sagen? Was haben wir für ein Wetter gerade? Das ist so ein, schon echt kacke. Ja. Also, theoretisch, okay, Schnee, toll, ja. Aber ich sag mal, da kommt halt die Kälte dazu und halt auch der Wind und halt auch dann dieser, es ist halt echt nicht geil. Ja. Es ist eher so ein Schneeregen und der Schnee wird zum Regen, bis er weiter unten ist. Also, das ehrlichste Wetter auf jeden Fall, was es im deutschen Radioprogramm gibt, das ist Kackwetter. Aktuell hier bei uns in Frankfurt und auch in der kompletten Metropolregion eher ungemütlich. Richtung Nachmittag, da hört es dann zumindest auf zu regnen, zu schneien. Und was die Temperaturen angeht, eigentlich relativ mild. Heute bis zu 5 Grad in Frankfurt. Morgen weiter viele Wolken dazu. 7 bis 8 Grad genauso am Donnerstag. Die Radio Frankfurt Verkehrszentrale. Nur wir haben den Pendlerverkehrsservice und die Echtzeitmessung. Einen schönen guten Morgen an alle unterwegs. Liebe Autofahrer, im Wesentlichen haben wir hier 3 größere Meldungen, wo Sie drauf achten müssen. Die erste von der A3 Frankfurt Richtung Köln. Zwischen dem Frankfurter Kreuz und dem Mönchhof-Dreieck. Im Moment 5 Kilometer Stau nach einem Auffahrunfall zwischen 2 LKW. Hier dauert es bis zu 20 Minuten noch länger. Und dann noch die A5 Kassel Richtung Frankfurt zwischen Friedberg und dem Rastplatz Spießwald. Da kommt es immer wieder zu Behinderungen wegen einem defekten LKW, der da rumsteht. Der muss immer noch das Rad gewechselt bekommen. Seit heute Morgen kurz nach 7. Und zu guter Letzt haben wir noch die A45 Aschaffenburg Richtung Gießen zwischen Florstadt und Wölfersheim. Im Moment 6 Kilometer Stau
der Radio Frankfurt Umleitungstipp, fahren Sie am besten ab Florstadt über die U93 und die U95. Beides ist ausgeschildert. Ansonsten hier bei uns im Frankfurter Cityverkehr nichts über 5 Minuten. Wir wünschen eine gute Fahrt. Von der Spitze des Citygate Towers, live aus Deutschlands höchstem Radiostudio. Hier ist Radio Frankfurt, der Supermix. Hallo und schönen guten Morgen, Radio Frankfurt. Am Dienstag 4 Minuten nach 21:30 und meine beiden Wetterfeen. Sie sind noch hier bei mir im Studio, Heiko und Roman Lochmann. Wir haben gerade drüber gesprochen, ihr seid jetzt neuerdings Hero, früher ehemals die Lochis. Ihr habt gesagt, ihr seid erwachsener geworden, auch mit erwachsenerer Musik. Neue Single ist seit Freitag draußen, Siehst du mich, haben wir gerade hier auch gehört. Heißt das aber auch alles automatisch, dass ihr das ganze alte Lochi-Zeug, wenn ihr das heute seht, dass ihr das selbst nicht mehr gut findet? Doch, also es war eine geile Zeit und die sollte jetzt halt einfach nur da bleiben, wo sie ist und wo sie war. Aber ach, wenn wir heute irgendwie die alten Sachen uns anhören und ansehen, dann zeigt uns das einfach nur, dass es auch irgendwie Teil unserer Entwicklung war und wir finden es immer noch geil, ja. Also klar, es gibt viele Sachen, die würden wir jetzt heute irgendwie nicht mehr so machen, wie sie damals irgendwie gemacht haben. Aber das wird in 10 Jahren wahrscheinlich genauso sein. Ja, 100%. Wenn wir uns auch denken, was haben wir damals 2021 gemacht? Aber wir schämen uns gar nicht für irgendwas oder wollen auch gar nicht irgendwie so, also diese alte Zeit vergessen, sondern uns eher immer wieder auch daran erinnern, wie schön das war und wie viel wir auch da gelernt haben in dieser Zeit. Aber ganz klar, sonst nach vorne blicken und irgendwie auch schauen oder uns auch darauf freuen, was jetzt in Zukunft alles kommt. Das alte Zeug, das haben nämlich auch viele gefragt. Wir haben gestern Abend unsere Hörer und unsere Follower auf Facebook und Instagram gefragt, natürlich auch eure Fans. Wird das alte Lochi-Material, bleibt das oder wird das gelöscht? Ach nö, das bleibt einfach da als Archivmaterial. Ja. Auf dem Kanal und so. Ein bisschen wie so ein Fotoalbum aus der Kindheit, was natürlich nicht weggeschmissen wird, um Gottes Willen. Ja, also bleibt alles. Es bleiben die Erinnerungen an eure Justin Bieber Gedächtnisfrisuren aus der Kindheit. Das bleibt, es bleibt das allererste Video. Ich habe es gestern Abend nochmal geguckt. Ganz großartiges Milch-Ein-Tutorial. Dankeschön. Seitdem kann ich es auch nicht. Ja, und es bleiben auch all die vielen lustigen und großartigen Musikmomente, auch unter anderem als Roman, glaube ich, von der Bühne gefallen ist. Alles bleibt. Heiko, du bist ja immer von der Bühne. Ja, das war mein Bruder. Aber ich kann weiter singen noch. Das ist die Gefahr, wenn man mit Zwillingen spricht. Hier bei uns im Studio Heiko und Roman Lochmann. Ich habe mir auf die Zunge gebissen gerade, um es nicht zu sagen, die Lochis. Ihr seid jetzt ein Hero. Ihr habt gesagt, wir haben neue Musik am Start, wir sind erwachsener geworden und wir nennen uns jetzt eben auch anders. Wir machen Kapitel Lochi zu und schlagen jetzt ein neues Kapitel in unserem Buch auf. Apropos erwachsen werden, vielleicht erstmal, ich glaube, ihr seid 21 jetzt beide? Wir sind 21, ja. Ja, logisch, ihr seid Zwillinge, deswegen seid ihr beide 21. wer ist denn von euch, was würdet ihr denn sagen, wer ist denn der Erwachsenere? Gut, erwachsen werden hat ja auch ganz viel mit Verantwortung übernehmen zu tun. Ich glaube, in vielen Hinsichten bin ich, Heiko, aber in anderen Hinsichten auch dann weniger. Ich glaube, da ergänzen wir uns ganz gut. Okay. Ja. Wir wollen das mal so ein bisschen testen. Wie erwachsen seid ihr denn jetzt tatsächlich wirklich geworden? Dafür müssen wir vielleicht natürlich erstmal klären, was ist denn überhaupt erwachsen? Und wen fragt man da am besten? Wir haben mal Wikipedia gefragt. Was sagt denn Wikipedia? Wikipedia sagt, als erwachsen werden Menschen nach Abschluss der Adoleszenz bezeichnet. Allgemein geht man davon aus, dass der Erwachsene jene notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse erworben hat, die ihn befähigen, die für sein Leben und Fortkommen notwendigen Entscheidungen selbstständig und eigenverantwortlich zu treffen. Ja. Neben dem Datum der Mündigkeit als zentrales Abgrenzungsmittel von Kindern und Erwachsenen stellt auch die Sexualität eine wichtige Aktionslinie zwischen diesen beiden Lebensphasen dar. Zu den bedeutsamsten Kriterien, mit denen man das Erwachsensein identifiziert, gehört die Reife. Ja, also ich muss dazu sagen, wir sehen uns dann noch eher noch als junge Erwachsene. Ne? Ja, okay, jetzt schon ausreden. Also, aber wenn ich jetzt mal, guck mal, für mich erwachsene Menschen, das sind mein Papa, der ist für mich, der ist so ein richtig, das ist ein klassischer Erwachsener, so, keine Ahnung. So, aber wir. Ja, doch. Ja, doch. Ne? Also das, was er gerade. Was Wikipedia gerade gesagt hat, das trifft in den meisten Fällen zu. Das stimmt auch wieder. Ach, ja, richtig. Wahrscheinlich. Wollen wir tatsächlich überprüfen, hat tatsächlich am Ende was mit Reife zu tun, habe ich mir gemerkt. Und wir machen so ein kleines Reife-Quiz. Ihr habt gerade gesagt, ich soll euch nicht fragen, wie funktioniert eine Waschmaschine oder so. Ja. Doch. Ja. wie funktioniert denn eine Waschmaschine? Nein, Quatsch. mein Baumwollshirt. Bei wie viel Grad kann ich das denn waschen?
50. Oh, ja, nicht heißer als 40, aber... aber ich habe einfach gerade geraten. Thema Wäsche sind wir, da sind wir tatsächlich noch nicht Erwachsene, hundertprozentig. Da das ist so einer der Problemgebiete auf jeden Fall. Okay, ja. Wir machen noch ein anderes Beispiel. Und zwar habe ich mir drei Probleme oder ja, ich sag mal, ja, Szenarien einfallen lassen. Und ihr sollt mal möglichst erwachsen und reif darauf reagieren. Also okay. Beispiel 1 ist wahrscheinlich jedem irgendwie schon mal passiert. Ihr steht an der Supermarktkasse, habt einen richtig erwachsenen Einkauf gemacht. So Brokkoli, Rotwein und irgendwie eine hautstraffende Gesichtscreme. Ist nicht wichtig für die Story. Und dann steht ihr an der Kasse und sollt bezahlen, habt aber kein Geld dabei. Wie reagiert ihr? Ich fange einfach mal an, Roman, danach bist du dran. Ja, ja. Ich würde aber mit Apple Pay zahlen, weil ich das Handy in der Hand habe, aber ansonsten, boah, wie reagiere ich? Ich bin halt... Nein, lass mich kurz überlegen. Ja, fang du an. Also Situation ist folgende, ich habe kein Geld an der Supermarktkasse, ja. Habe gerade einen super erwachsenen Einkauf getätigt, aber will natürlich jetzt auch zahlen. Ich würde natürlich sagen, oh, Entschuldigung, ich habe leider kein Geld dabei, ich komme gleich wieder, vielleicht könnten Sie das gerade hinterlegen und dann würde ich kurz zu Hause fahren und dann Geld holen und dann... Je nachdem, ob ich Bock habe, wieder zurückkommen oder nicht. Okay, Lösung 1? Mhm. Ja, also, was wären die andere Lösungen? Zu klauen oder zu schnorren oder was? So irgendwie, das wäre sehr erwachsen. Nein, man weiß es ja, nicht. Ja, deswegen, also, wenn ich da auf einmal ohne Geld wäre, dann würde ich wahrscheinlich dann nicht kaufen, weil es eh nicht geht und alles andere wäre auch hardcore unangenehm. So. Einfach nehmen und wegrennen. Ja, nee. Die Zeiten sind vielleicht vorbei. Anderes Beispiel. Ja, okay. Wir stellen uns vor, es ist eine Geschichte, die ich muss das dazu sagen, die ist mir genauso passiert. Okay. Ich war in einem Restaurant auf Toilette und musste dringend, sehr, sehr dringend auf Toilette gehen. Ja. Es ist warum auch immer, normalerweise ist es immer andersrum, aber Herrentoilette war besetzt, Damenklo war noch frei. Ja. Und ich in meiner Not aufs Damenklo gegangen und jetzt habe ich da erst mein erstes Problem hinter mich gebracht, aber das zweite Problem war, wie komme ich da möglichst ungesehen wieder raus? Boah, ich glaube, also... Wenn ich mich jetzt in diese Situation beamen müsste und es wäre wirklich eine ganz dringende Angelegenheit, so wenn, ne, dann wäre es mir, glaube ich, egal. So, dann, also weißt du, selbst wenn dann irgendjemand mich dumm angucken würde, würde ich mir denken, ja, okay, ist halt, was soll ich tun? Dann, so, dann wäre es weißt du, ja unerwachsen von den anderen Menschen, wenn sie das nicht wenn man sich in die Hose macht, so. von daher, keine Ahnung, ich glaube, also wenn es wirklich gar nicht mehr geht, dann ist das halt so. Also, am Ende, so dann, da würde ich, also ich hätte da jetzt nicht so Sorgen, im Zweifel. Keine Scham. Nee, ja, schon, das wäre schon unangenehm, aber da würde ich dann drüber stehen. So, was soll man machen? Ich bin rausgegangen und habe gesagt, ich würde jetzt erstmal nicht mehr da reingehen. Und das, das ist auch gut, ja. Okay. Ich weiß nicht, wie erwachsen das am Ende des Tages war. Lass uns noch ganz kurz über erwachsene Standardfloskeln quatschen. Einfach so mal vervollständigen. Ich glaube, das ist ein Satz, ja, ein klassischer Elternsatz. Solange du deine Füße unter meinen... Unter meinem Boden. Unter meinem Tisch hast. Ja, genau, unter meinen Tisch hast oder unter meinen Tisch stellst, hast du noch das und das zu tun. Sehr gut, das ist sehr erwachsen. Nicht so lange vor der Klotze oder dem Laptop sitzen, sonst gibt's... Quadratische Augen. Sehr gut, ja. Hier, geil. Ganz wichtig, wie heißt das Zauberwort? Bitte. Ja, na klar. Das kommt wie aus der Wüste. Oder flott. Das Zauberwort mit zwei T. Es ist kalt draußen, also so wie heute, deswegen nicht ohne... Schall raus, nee. Jacke. Ohne Jacke. Ja, Schall raus kenne ich auch. Ohne Schal, am besten beides, ne? Und zu guter Letzt, ist jetzt keine Floskel, aber nehmt ihr immer einen Teller beim Essen oder sind Krümel auf dem Boden okay? Also, ne, bei so Snacks oder sowas, also so, wenn ich jetzt irgendwie ein Croissant oder irgendwas als Beispiel esse, dann habe ich keinen Teller. Ja, weil ich muss sie ja danach sauber machen. Ich muss dir ganz klar sagen, Roman ist bei uns derjenige im Haushalt, wir wohnen ja auch in der WG zusammen, da, Roman ist derjenige im Haushalt, der am wenigsten dafür tut. Also, ich bin derjenige, der putzen muss. Aber ist auch okay, ich habe mich damit abgefunden. Die Rollen sind klar verteilt bei Heiko und Roman. In Heiko seiner Welt, ja, mal gucken. So, wir haben ganz, ganz viel gesprochen. Ihr bleibt noch bis zum Ende der Stunde da. Mhm. Heiko und Roman Lochmann waren zu Gast, sind seit 9 hier bei mir in Guten Morgen Frankfurt in der Sendung. Wir haben gesprochen über das, was war, über die Lochis ein letztes Mal. Und wir haben auch drüber gesprochen, über das, was kommt. Wir freuen uns seit letztem Freitag. Ihr seid jetzt Hero. Hab neue Musik am Start. Mhm. Aktuelle Single. Siehst du mich? Yes. Läuft gut, ne? Ja, läuft super. Vollkommen.
kommt mega gut an. Wir waren uns am Anfang nicht so ganz sicher, weil der Sound ja echt immer in eine etwas andere, auch rockige Richtung geht und sind umso glücklicher, dass es irgendwie echt gut ankommt und jetzt geht's halt gerade erst los. Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall auf alles das, was kommt und ich würde sagen, ihr kommt auf jeden Fall nochmal wieder, vor allem dann, wenn besseres Wetter ist, jetzt ein bisschen Schneechaos hier bei uns in Frankfurt. Unbedingt. Danke, Lieben gerne. Yes, danke, dass ihr da wart. Macht's gut. Ciao. Danke. Tschüss. Tschüssi.